Hallo, meine Lieben. Ich habe Post bekommen. Und zwar habe ich Post bekommen von der lieben Elfriede. Und die Elfriede hat mir ein Täschchen genäht. Das wusste ich. Und dass sie aber noch so viel mit dazu eingepackt hat, wusste ich nicht. Als allererstes lag obendrauf wieder diese wunderhübsche Karte. Die Elfriede kann ganz toll die Sachen machen mit diesen 3D-Motiven. Und diese Rosen sind hammerschön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe wieder ein kleines Briefchen drin, das macht sie immer sehr gerne, sodass man quasi diese Karte auch noch weiter verwenden kann. Und das werde ich mir nachher in aller Ruhe durchlesen. Dann habe ich hier dieses Täschchen drin. Sie fragte mich, ob sie mir noch etwas nähen kann. Ich habe ja von Elfriede die hübsche Tasche bekommen, die ich übrigens sehr liebe und die auch täglich im Einsatz ist, liebe Elfriede. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, was ich verzweifelt suche? Ich suche verzweifelt ein Kosmetiktäschchen, das ich auch mal waschen kann, wenn es denn notwendig ist, was ich mit auf Reisen nehmen kann, was nicht so mega groß ist und latschig, aber auch halt einfach nicht so mini, weil ich bin Kontaktlinsenträger und ich muss natürlich auch immer meine Kontaktlinsen und meine Brille und alles mitnehmen. Und da sagte sie zu mir, ach, ich mache dir da eins, ganz toll. Und jetzt mache ich das auf und ich sehe, dass dann noch mehr drin ist. Ich werde verrückt, Elfriede. Und ja, sie hat mir hier eine wunderschöne Tasche gemacht mit Pink und Blumen. Und wer mich kennt, Blumenkind, Floristin, Pink, Glitzer, der weiß, es ist perfekt. Und ich liebe sie jetzt schon, wirklich. Also sie ist ganz toll und vor allem sie hat einen Reißverschluss. Das finde ich so klasse. Ich kann es einfach zumachen. Es fliegt nichts im Koffer umeinander. Es ist wirklich, wirklich toll. Jetzt schauen wir mal, was da so alles drin ist. Also erstmal haben meine Miezen was bekommen. Da freuen sie sich. Im Namen von meinen Miezen vielen Dank, liebe Elfriede. Dann hat sie mir, die Elfriede kann wunderbar häkeln. Die Elfriede ist ein Künstler, was Handarbeit anbelangt. Also natürlich basteln auch, sie macht wunderschöne Sachen, aber auch dieses Häkeln und gut stricken weiß ich jetzt nicht, aber das kann sie bestimmt auch und nähen und alles. Also da ist Elfriede der Hammer. Und hier hat sie mir auch ganz süß so ein Pilzchen gemacht und einen kleinen Schneemann finde ich ganz süß. Das werde ich an meinen. Entschuldigung, an meinen Ast hängen, weil ich habe mir hier so einen Ast hingehängt. Da ist ein Korkenzieherhasel und da habe ich die ganzen Sachen nämlich hängen, die ich von euch jemals bekommen habe. Und hier ist diese Tasche und die ist halt echt toll. Also das ist super. Vielen lieben Dank, Elfriede. Ich freue mich. Oh, was hat sie mir hier? Das ist ja süß. Was, kann man das so rausmachen? Da muss ich das oben nicht aufmachen. Geht das? Oder mache ich das dann kaputt? Nee, das geht. Ah, da hat sie mir so Spitzenrosetten gemacht. Ah, das sieht ja auch cool aus. Sehr schön, kann man toll benutzen, um Loaded Envelopes oder sowas zu verzieren. Das finde ich ja klasse. Und ich kann das da rausziehen. Ha! Und ich muss es nicht zerstören. Super. Ich habe auch so viel Spitze jetzt. Vielleicht muss ich da das auch mal probieren. Die normalen Rosetten kriege ich ja nicht hin. Da haben wir noch eine mit Grün. Die ist schön frisch. Die hebe ich auf für den Frühling. Oh, guck mal, wie das funkelt, Leute. Klasse. Richtig, richtig schön. Lieben Dank, Elfriede. Ah, nicht genug. Wir haben noch natürlich noch ein zweites. Nicht genug, mein Herz. Wir haben noch ein zweites. Sehr schön mit einem Mega Stein oben und hier. Und das hat sie zum Beispiel wieder selber gemacht. Sie macht sowas. Das ist der Hit. Das ist echt der Hit. Wie toll, wie toll, wie toll. Sehr schön. Oh, die sieht auch schön aus. Ja, ich bin halt eine alte Glitzertante, eine alte Glitzertante. Geht das auch so raus? Das lasse ich lieber drin. Da werde ich mal nachher in Ruhe schauen. Sehr süß, oder? Das sieht doch toll aus. Also sehr, sehr schön. Doch, da freue ich mich. Vielen lieben Dank. Das finde ich klasse. Die Tasche hat sich wieder aufgeklappt, aber ich lege es jetzt einfach mal hierher, dass ihr das seht. Das wird nachher sowieso gleich in die Küche wandern zu den Miezen. Oh, dann hat sie mir. Oh ja, stimmt. Sie hat mir jetzt hier noch so ein bisschen Schokolade eingepackt. Das geht ja auch immer. Schokolade, bitteschön, ein kleines Dankeschön.
Das ist ja süß. Einfach mal so. Für dich eine Kleinigkeit. Das ist nett. Das werde ich hier lassen. Das darf mein Mann nicht finden, weil sonst ist es gleich weg. Das werde ich mir hier. Ach, nachher mache ich das an meinen Basteltisch gleich setzen. Und sie hat nämlich für meinen Mann Socken gestrickt. Genau, das hat sie mir nämlich noch gesagt. Oh, super, super, super. Oh, da wird er sich so freuen. Mein Mann liebt für zu Hause selber gestrickte Socken. Er sagt, nichts hält die Füße so warm wie selber gestrickte Socken. Und bei uns, oh, und das duftet so toll. Hast du das noch einparfümiert? Und auf jeden Fall, bei uns hat es immer die Oma gemacht. Und ich kann nicht stricken. Ich kann es nicht. Und die Oma ist leider jetzt gestorben. Und jetzt haben wir niemand mehr, der uns die Socken strickt. Natürlich ist die Oma, oh Gottes Willen, das hört sich jetzt böse an. Nein, ich habe meine Oma sehr geliebt und das war für mich auch ganz schlimm, dass die gestorben ist. Aber ich habe, mein Mann sagte halt immer, er darf die Socken jetzt nicht mehr anziehen, weil wenn die kaputt gehen, dann kriegt er ja wieder keine neuen. Und deswegen hält er die immer in Ehren. Und jetzt hat die Elfriede gesagt, doch, ich kann das, ich stricke deinem Mann Socken, das ist voll toll, da freue ich mich. Und dein Mann freut sich auch. Und Elfriede, der wird sich auf jeden Fall mega freuen. Und die werde ich ihm dann nachher gleich auf den Tisch legen. Aber dass ich wirklich, wirklich freuen. Das ist toll, vielen lieben Dank. Und dann hat sie mir Karten eingepackt. Und das ist ja auch mal eine tolle Stanze, oder? So quasi so eine Türstanze mit Brautpaar. Sehr schön, ganz hübsch. Und hier auch so ein bisschen Nostalgie angehaucht, aber auch mit 3D-Effekt. Das ist echt toll. Die werde ich in mein Kartenregal stellen. Ich habe mir vom Action dieses Kartenregal geholt und da passt es ganz gut dazu. Oh mein Gott, und was hat sie mir hier gemacht? Oh mein Gott, ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, das ist ja cool. Das ist eine, also ich, Moment, ich muss das mal anders machen, sonst seht ihr das nicht. Das ist eine Box, eine quasi, wo man hier dieses Kosmetiktücher rausholen kann. Die hat sie wunderschön verziert. Passt perfekt in mein Badezimmer. Mein Badezimmer ist maritim mit Fischen und Netzen und Leuchttürmen und so und blau gehalten. Ganz toll. Hast du das gemalt oder nee, das ist eine Serviette, oder? Ja, das fühlt sich so ein bisschen an. Ja, cool. Und ja, und wie tut man das tauschen? Wie kriege ich das raus? Geht das irgendwie auf? Nee. Ah, nee, hier ist irgendwas. Ah, hier. Ah, bin ich blöd. Ja, manchmal schaltet das Hirn nicht ein. Ah, ja, guck, da kann man das dann reintun. Kann man das quasi. Ja, das ist ja meine coole Box. Ja, liebe Elfriede, vielen Dank. Ja, super. Ja, Mensch, ich bin jetzt ganz verwirrt. Das ist ja super. Gibt's die Boxen so zu kaufen? Oder hat es etwa dein Mann gesägt? Ist der auch so handwerklich begabt wie du? Das ist ja der Hit. Ja, vielen lieben Dank. Ja, die werde ich mir nachher gleich schön in mein Badezimmer stellen. Wobei eigentlich sollte ich sie ja hier auf dem Basteltisch lassen, weil ein Tempo braucht man ja immer wieder oder ein Taschentuch. Ich sage immer Tempo, aber das ist ja eigentlich nicht richtig. Ja, super. Ja, super. Ich bin ganz baff. Ich habe schon wieder hier so viel von dir liegen. Und ich bin immer noch, ich habe, Elfriede hat mich gefragt, ob ich ihr eine Katze fimulieren kann. Mit Fimo. Liebe Elfriede, ich gebe mein Bestes. Aber die Katze und ich als Fimo, wir sind keine Freunde. Wenn ich eine Katze fimuliere, sieht das Gesicht immer aus wie ein Alien. Ich habe das jetzt schon 4 oder 5 Mal probiert. Und das kann man niemand schenken, weil die denken sich, was hat sie denn da im Hirn gehabt? Also, ich werde das jetzt auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt schon ein paar Videos angeschaut. Ich habe mir ein paar Zeichnungen im Internet angeschaut. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wenn es aber nicht so ist, wie es du dir vorstellst, sei mir bitte nicht böse. Also, ich werde ja natürlich auf jeden Fall mehr ins Paket legen als wie diese Katze. Na, ganz klar. Aber ich muss da echt noch ein bisschen dran rumpf. Froscheln. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, Elfriede. Also da hast du mich echt gefordert. Ansonsten schicke ich dir Fimo mit in den Farben und dann musst du es selber machen. Nein, ich kriege das schon irgendwie hin, aber boah, also das fordert mich ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, liebe Elfriede. Hier hat sie mir das hübsch eingepackt mit so einem tollen Papier und so handmade, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Ja, was hat sie mir hier? Ach, da hat. Oh nein, das muss ich aufmachen. Oh, Elfriede, du bist so toll. Sag mal, Elfriede, schreibst du mir das mal unten in die Kommentare oder als Nachricht? Ist das eine Stanze oder also hast du das quasi ausgestanzt mit der Kurbelmaschine und oder ist das gekauft oder? Die sind ja toll. Jetzt muss ich nur schauen. Oh, Rosetten. Ich mache das jetzt einfach mal kurz weg. Ich mache das hier so auf. Rosetten. Oh, Rosetten, Rosetten. Ich mache deswegen, oh, weil ich liebe Rosetten, aber ich kann sie nicht. Die halten bei mir einfach nicht. Die gehen bei mir immer wieder auf. Ich habe es mit Heißklebe probiert. Ich habe es mit extra Strong-Kleber probiert. Ich habe es schon getackert. Es sieht einfach scheiße aus, wenn ich das mache. Und es sieht so wunderhübsch aus. Ich freue mich immer riesig, wenn ich sowas bekomme, weil es einfach so, so, so schön ist. Oh, die ist süß. Mit dem kleinen Füchsle. Ganz, ganz, ganz toll. Oh, toll. Super. Was ist denn hier drauf? Ach, das ist eine Sonne. Schaut's, das ist eine Sonne. Oh, Elfriede. Danke, danke, danke. Also mit Rosetten kann man mir immer echt eine Freude machen. Ja, weil ich es, wie gesagt, einfach nicht raff. Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Ich bin zu blöd dazu. So, und dann haben wir hier, was steht hier? Hier steht auch Handmade. Da müssen wir mal vorsichtig sein, weil es ist sehr leicht. Also das wiegt vielleicht gerade mal so, keine Ahnung, 20 Gramm oder so. Ganz leicht, ganz, ganz, ganz leicht. Auch ein sehr schönes Papier. Das sieht echt süß aus. Jetzt müssen wir mal schauen, dass es nicht so arg. Oh! Oh! Yes, yes, yes! Ich habe noch mehr Rosetten. Die Leute denken sich jetzt bestimmt, die das erste Mal so ein Video von mir schauen, was das für eine Verrückte. Ich bin halt so. Ich freue mich halt echt ein Wolf. Das ist toll. Oh, die lasse ich auch auf jeden Fall drin, weil ihr könnt die ja so sehen. Das sind so grün-gelbe. Perfekt auch so für den Herbst, finde ich. Und hier so eine schöne blaue. Und hier haben wir auch noch mal welche. Oh, wunderschön. Ja, super, oder? Oh, klasse, klasse, klasse. Ja, super. Vielen lieben Dank. Meine Güte, Elfriede, du hast dich wieder mal selbst übertroffen mit deinen Gaben an mich. Ich hoffe wirklich, dass ich dir auch so viel Freude bereiten kann mit meinen Kleinigkeiten, die ich schon ziemlich fertig habe. Wir haben ja gesagt, gell, Mitte September, du musst dich noch ein kleines bisschen gedulden, Schatzelein. Du bist einfach immer zu schnell. Aber ich werde, wie gesagt, ich bin noch dran an dieser verrückten Fimo-Katze, die quasi mehr so Alien ist. Aber wir kriegen das hin. Auch das schaffe ich irgendwie. Und dann wird dein Paket natürlich auch mit viel Liebe auf die Reise geschickt. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz dolle für diese wunderbare Box. Die ist super. Die Socken für meinen Mann. Er wird dich lieben. Danke, danke, danke. Meine Katzen werden dich sowieso lieben, weil du denkst auch immer an meine Miezen. Das finden die ganz, ganz klasse, weil die lieben auch diese Knuspertaschen. Gerade auch mit Huhn und Käse, das ist so. Meine Katzen sind ein bisschen Gourmets. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für diese Tasche. Natürlich für alles, aber wirklich auch für diese Tasche, weil die perfekt ist. Die ist so toll und schaut euch das mal an. Das ist so akkurat gemacht alles. Also wirklich. Krass, echt der Hammer. Also meine Oma war ja Näherin, Zeit ihres Lebens, und meine Tante näht auch, meine Patentante, und die näht für Krankenhäuser diese Strampler. Sie hat da zwei, drei Krankenhäuser, wo sie den Auftrag bekommen hat, Strampler für Neugeborene zu nähen. Und an mir ist dieses Talent völlig vorübergegangen. Also ich bin einfach untalentiert. Ja, sehr, sehr süß. Vielen lieben Dank. Ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig über alles und wir werden uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Ich werde das jetzt in aller Ruhe noch schön nochmal anschauen und genießen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.